Ihr seid ein Pandaren, geboren und aufgewachsen auf der geheimnisvollen wandernden Insel. Obwohl die meisten eures Volkes zurückgezogen leben, brennt in euch die Lust nach Abenteuer. Die wandernde Insel hat jüngst begonnen, scheinbar ziellos über die Meere zu treiben. Ein Frösteln liegt in der Luft und eure Heimat steuert auf ihren Untergang zu. Als einer der vielversprechendsten Schüler in Meister Shangs Kloster wird es an euch sein, euer Volk zu retten. Aber zuerst müsst ihr eure Ausbildung abschließen. Hallo Leute, willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich habe eine lange Pause gemacht und ihr kennt das vielleicht. Man hat dann Lust auf etwas Neues, ein neues Projekt. Und unser Mann der Stunde heißt Kintu. Und er ist sehr gut genährt, wie wir sehen. Es ist ein Pandan-Schurke. Post haben wir auch schon, das heißt, den guten Mann können wir auch nicht mehr löschen. Wir müssen erstmal ein bisschen spielen. Ich hoffe, diesmal spielen wir ihn ein bisschen länger. Der letzte Pandan-Schurke ist ja in den unendlichen Tiefen der Schildkröten, was auch immer, Schildkrötennebel verschwunden. Nennen wir es einfach so. Also, los geht's. Hier ist auch schon eine Pandarin, eine Kriegerin. Glückwunsch zum Level, zum zweiten Level. Das ist natürlich sehr cool. Da kommen hoffentlich noch ein paar mehr. Also, Meister Shang-Chi möchte mit uns reden. Wo ihr wandelt, die Lektion des Eisenass. Zuallererst werdet ihr Waffen benötigen, die eure Fähigkeiten entsprechen. Beschafft euch ein paar Dolche von einem der Waffenregale dort unten. Bringt sie zu mir und zeigt mir, dass ihr auch wisst, wie man sie richtig hält. Okay, richtig halten. Das ist kein Problem. Schülerdolche aktiviert. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Das ging doch schnell. Die Lektion, also okay, das haben wir gerade schon vorgelesen. Eine gute Waffe, sie sollte euren Bedürfnissen gerecht werden. Lasst uns sehen, was ihr damit anstellen könnt. Die Lektion der Sandfaust. Ich würde gern beobachten, wie ihr euer neues Werkzeug einsetzt, mein junger Schüler. Das wird mir helfen, darüber zu entscheiden, welchen Grad der Ausbildung euer Talenten am ehesten entspricht. Wir haben dort unten auf dem Ausbildungsgelände eine Menge Übungsziele. Erprobt eure Angriffe an ihn und kehrt zu mir zurück, sobald ihr ein Gefühl für eure neue Ausrüstung entwickelt habt. Okay. Oh, jetzt wird alles angezeigt. Das ist ja neu. Okay. Oh, jetzt hat man fast zu viele Ziele, würde ich sagen. Wenn man... So verliert man fast den Überblick. Kann man das ausstellen? Okay. Das Ziel hatte nicht den Hauch einer Chance. Das sagt unsere... ehrgeizige Schülerin, Mitschülerin. So, dann machen wir hier mal kurz... Ah, die Punkte können wir noch nicht aufbrauchen. Wir haben ja bis jetzt nur den Auto-Hit. Okay. 4 von 5. Das ist wirklich ein bisschen mühselig. Und ich sehe hier unter unserem Charakter wird jetzt wie bei einigen Add-ons früher oder die es schon vorher gab, die Energie angezeigt. Selber habe ich die nie benutzt. Ich spiele immer nur mit dem Blizzard Standard. Aber es freut mich, wenn der natürlich besser wird.
Unsere größte gar nicht schlecht, Kintu. Ihr scheint tatsächlich den richtigen Pfad gewählt zu haben. Gut, lasst uns fortfahren. Es ist etwas ganz anderes, einem lebenden Gegner anstatt dieser Übungsziele im Hof gegenüberzustehen. Lebende Gegner schlagen zurück. Eine sehr reelle Angst vor dem Versagen und manchmal sogar dem Tod überkommt euch. Ihr müsst den Mut aufbringen, diese Ängste zu überwinden. Fordert die anderen Schüler innerhalb des Tempels oder auf den Stufen davor heraus und bezwingt sie. Das schaffen wir auch noch. So, Ausbilder Moosdorn. Den können wir nicht bezwingen. So. Aber hier haben wir ganz viele Kopan. Ah, jetzt können wir endlich hier Verstümmeln anwenden. Aber das dauert echt ewig. Sammlung. Wir wollen ein paar Erbstücke haben. Und zwar hätten wir gerne... Was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Sowas. Damit wir wie ein echter Schurke aussehen. Nehmen wir doch die Sachen. Klick, 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 klick. Ein Schwert darf nicht fehlen. Und ein Dolch. Wobei wir brauchen, glaube ich, benötigten Dolch, okay. Ein Dolch? Reicht ein Dolch? Ja, reicht das? Nee, reicht nicht. Okay, dann nehmen wir zwei Dolche. Damit wir unser Special abfeuern können, okay. Jetzt sieht es doch schon besser aus. Haben wir zwei erledigt. Ihr kämpft ehrenvoll. Nein, wir haben Erbstück an. Das ist nicht wirklich ehrenvoll. Aber es geht ein bisschen schneller. Noch nie habe ich einen so fähigen Lehrling wie euch gesehen. Mhm. Euer Können ist überwältigend. Ich ergebe mich. Nicht zu viele Lorbeeren, bitte. Bereit zur Abgabe. Meister Shanxi ist zufällig in der Nähe. Faszinierend, mein junger Schüler. Die meisten der anderen Schüler haben schon einige Zeit hier verbracht. Aber ihr seid schon jetzt in der Lage, euch mit ihnen zu messen. Das spricht für euch. Aber es gibt noch weitere Lektionen, die ich euch gerne lernen sehen würde. Jede Weisheit hat einen rechten Ort und eine rechte Zeit. Aber die Zeiten ändern sich für all diejenigen, die auf Shenzhen zu leben. Für diese Lektion bitte ich euch um zwei Dinge. Zunächst halte ich eine Flamme in meiner Hand. Konzentriert euch und versucht, sie mir zu entreißen, sobald ihr euch bereit fühlt. Solltet ihr erfolgreich sein, möchte ich, dass ihr den Tempel besteigt und das Edikt der Mäßigung verbrennt, das ihr dort oben finden könnt. Die Flamme muss man Meister Shanxi nicht mehr entreißen. Die hat man automatisch. Ich weiß nicht wieso. Anscheinend gab es den einen oder anderen, der die Flamme nicht gefunden hat. Und dann sind die Tickets bei den Game Mastern explodiert. Und seitdem kriegt man diese tolle Flamme automatisch. Das ist eine mögliche Erklärung. Okay, das Edikt der Mäßigung haben wir verbrannt und jetzt ziehen wir in den Krieg. Dass ihr mir die Flamme so einfach entreißen konntet, ist keine geringe Leistung. Das Edikt der Mäßigung ist eine Schriftrolle mit Weisheiten, die über unzählige Generationen hinweg überliefert worden sind. Weisheiten aus einer friedlichen Zeit. Jede Lehre hat einen rechten Ort und eine rechte Zeit. Und nun
Da sich die Dunkelheit am Horizont zusammenbraut, gehört die rechte Zeit dieser Weisheiten der Vergangenheit an. Das Verbrennen der Schriftrolle stellt die Akzeptanz dieser Zeichen und gleichzeitig ein Versprechen dar, zu handeln. Eure Hand trug die Flamme und ich bin gewiss, dass sie dies auch in Zukunft tun wird. Ich sehe große Stärke, gewaltigen Mut und eine unübertroffene Reinheit der Seele in euch, Kintu. Eure Ausbildung hat zwar gerade erst begonnen, aber ich denke, dass ihr bereits für größere Aufgaben gewappnet seid. Geht die Treppe hinunter und überquert die Brücke. Dort werdet ihr Yao Min Ro finden, einen unserer erfahrensten Schüler. Fordert ihn heraus und besiegt ihn in einem ehrenhaften Kampf. Dadurch werdet ihr den ersten Teil eurer Ausbildung abschließen. Da bin ich ja mal gespannt. Wo ist er? Ah, in der Zeit können wir uns noch ein bisschen pimpen. 1, 2. Jetzt hat er keine Chance mehr gegen uns. Hätte er auch vorher nicht gehabt, aber was soll's. So. Okay. Mehr gibt's nicht, beziehungsweise mehr haben wir nicht. Da ist er. Eine Herausforderung nähert sich. Die Gegner halten definitiv mehr aus. Das kann man wohl sagen. So, den letzten Dolchstoß gibt's mit tödlichem Gift. Gut gekämpft. Meister Shang wird zufrieden sein. Du hast auch gut gekämpft, Yao Min Ro. Ich freue mich. Sehr beeindruckend, Kintu. Es scheint, dass ihr als Schurke tatsächlich den richtigen Pfad gewählt habt. In so kurzer Zeit habt ihr mir gezeigt, dass in euch das Potenzial steckt, ein wahrer Meister eurer Klasse zu werden, Schurke. Das Ausbildungsgelände liegt hinter euch. Und nun müsst ihr euch beweisen, indem ihr eine ungleich höhere Herausforderung annehmt, die bislang noch keiner meiner Schüler bewältigt hat. Bitte kehrt zu Huo zurück, dem Geist des Feuers im Tempel der 5 Sonnenaufgänge. Meine 2 besten Schüler neben euch werden euch bei dieser Aufgabe unterstützen. Sucht zunächst bitte Aisa Wolkensänger auf. Ihr findet sie beim Teich im Westen. Okay, los geht's. Oh, da sind wir ein bisschen zu sehr abgestürzt. Hier sind unsere Kollegen. Beziehungsweise hier Kollegin. Und hier die Kampfgruppe. Auch oberkörperfrei. Es ist natürlich sehr warm hier auf der Insel. Klar, eine Schildkröte. Da herrschen Temperaturen von knapp 60 Grad. Immer Sommer. Man sieht, hier ist kein bisschen Schnee. Okay, gehen wir zum Teich. Ein kleiner Fuchs. Ich brauche ein Ziel. Ja, das kriegst du. So, oh, wir haben eine neue Fähigkeit, vergiften, okay. Psst, bitte seid leise, sie trainiert. Okay, Aisa, Anhängerin der Tushui. Ihr sucht nach Aisa, ihr solltet sie besser nicht unterbrechen, bis sie mit ihren Übungen fertig ist. Sie spricht mit niemandem, bevor ihre Übung abgeschlossen ist. Könntet ihr mir in der Zwischenzeit vielleicht behilflich sein? Ich hatte etwas Pech mit den Waldgeistern. Keine Eile. So, weiter geht's. Gegenstände von äußerster Wichtigkeit. Honigblattsträuche haben meinen Karren umzingelt und die meisten der Übungsmaterialien gestohlen, die ich gerade zum Ausbildungsgelände bringen wollte. Sie waren schon immer Unruhestifter, aber sie sind noch nie so aggressiv gewesen. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Ich bitte euch, helft mir, die Materialien wieder zu beschaffen. Das machen wir doch glatt. Und der Fahrer. Mein Fahrer ist den Waldgeistern nachgerannt.
kurz nachdem sie uns angegriffen hatten. Ich glaube nicht, dass sie ihm ernsthaft etwas zuleide tun werden, aber ich brauche ihn hier, damit er mir dabei helfen kann, dieses Durcheinander beim Karren in Ordnung zu bringen. Er hat sie in Richtung der Klippen im Norden gejagt. Wenn ihr euch dahin aufmacht, solltet ihr ihn recht schnell finden können. Möge die Jadeschlange euch leiten. Okay. Die Jadeschlange wird uns schon die richtigen Ziele zeigen. Zufälligerweise sind wir auch schon im Questgebiet angekommen. Das war früher nicht so. Aber das sind alte Zeiten, die zum Glück nicht wiederkehren. Nicht alles war früher besser in WoW. Okay, dann haben wir schon mal 3 Fässer von 6. Ach, da ist wieder die Krieg. Nee. Leckermaul, okay. Ich möchte erst etwas anvisieren. So, und damit. Meister Shang hat euch. Mit denen wäre ich nie allein fertig geworden. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Ich sollte gehen und meinen Wagen suchen. Da wollen wir dich natürlich nicht aufhalten. Sind die Füchse größer geworden? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist die Grafik besser geworden. Das hat man schon irgendwie gemerkt. So, da ist sie auch schon. Eine Prüfung in Mitgefühl und Bescheidenheit, in dem ihr Händler Lorvo geholfen habt. Habt ihr sie bestanden? Meister Shang wird erfreut sein. Das freut mich. Berichtet mir von euren Reisen. So, ihr braucht euch keine Sorgen darüber zu machen, den Waldgeistern etwas zuleide zu tun. Im Endeffekt sind sie einfach nur sehr quirlige Pflanzen. Sie werden schon wieder aufsprießen. Okay, vielen Dank. Ihr seid ein ehrenhafter Schurke. Eure Ausbildung trägt schon jetzt Früchte. Mögen euch die Nebel beschützen. Sehr liebenswürdig, Schurz. Vielen Dank, dass wir den Fahrer gerettet haben. Und Level up. Okay, cool. Schön, euch zu sehen. Der Weg der Tushui. Oder Tushui. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen, Schurke. Ich heiße Aisa und bin eine Anhängerin der Tushui. Ich habe viel Zeit mit Nachsinn verbracht, seit Meister Shang mir offenbart hat, dass die Suche nach Ho, dem Geist des Feuers, unsere Aufgabe sein würde. Ich weiß, wo er sich aufhält, aber nicht, wie man zu ihm gelangen könnte. Die Antworten sind allerdings zum Greifen nah. Folgt mir zur Höhle der Meditation gleich in der Nähe. Sie ist ein Ort großer Weisheit. Ich werde dort meditieren und meinen Geist öffnen. Dann wird der Weg sich uns offenbaren. Trefft mich doch bitte in der Höhle. Okay, springen kann die gute Frau. Dann wollen wir mal hinterher. Wir dürfen aber nicht meditieren, wir müssen Aisa verteidigen. Schon bald werden wir die gesuchten Antworten kennen. Wenn alle Gegner nur so schön umfallen würden. Wir versuchen mal das Vergiften beim nächsten, der ankommt. Ich bin außer Reichweite. Ah, okay, das ist ein Finisher. Mal den Tooltip lesen. Finishing Move, der eure vergifteten Klingen tief in das Ziel treibt, sofort Naturschaden verursacht und die Chance, dass eure Gifte auf das Ziel übertragen werden, erhöht. Okay. Also nochmal, ohne viel Bla. Was macht der Finishing Move? Er steht ja. Das heißt, ist das ein Finishing Move? Punkt Schaden. Wie viel Schaden macht denn Verstümmeln? 65 körperlicher Schaden. 80.
5 und... Okay, das heißt, ab 5 Kombo-Punkten machen wir auch auf jeden Fall mehr körperlichen Schaden. Dann lohnt sich's. Ah, okay. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay, das machen wir auch. Unsere größte Prüfung. Euer Weg ist vorgezeichnet. Ihr werdet derjenige sein, der den Geist des Feuers neu entfacht und ihn in die Sicherheit des Tempels zurückführt. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr mit Aiza zusammenarbeitet. Sie ist stark und weise. Ihr könnt ihr vertrauen. Ein weiterer meiner talentiertesten Schülern wartet im Wusong im Nordwesten auf euch. Ihr werdet feststellen, dass er in vielerlei Hinsicht anders denkt und handelt als Aiza. Aber durch ihre Unterschiede bringen sie sich gegenseitig ins Gleichgewicht. Die Feuerpfote wird euch beim Sammeln der Opfergaben für den Geist des Feuers anleiten. Vertraut auf seine Weisheit. Gut, gut, dann machen wir das doch. Den kleinen Fuchs schicken wir einmal in den Schlaf. Den hier auch. Die paar EP mehr tun uns nicht weh. So. Das Leckermaul macht ja eine Pause. Ah, ist ein Mönch. Ich dachte, das wäre ein Schurke. Okay, da ist er schon. Nimm das, blöder Affe. Willkommen. Seid gegrüßt. Ihr seht selbstsicher und zuversichtlich aus. Das gefällt mir. Ich habe ein recht beeindruckende Gerüchte über euch gehört, wenn ihr nur halb so fähig seid, wie man sagt. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein werden. Wir nennen diese teuflischen Affen, die über diese Siedlung herfallen, Hosen. Normalerweise bleiben sie unter sich, aber sie spüren, dass irgendetwas Schlimmes bevorsteht und fangen deshalb an, sich Vorräte zusammenzustellen. Für ein Problem wie dieses gibt es nur eine Lösung, eine drastische Lösung. Diese Affen werden verschwinden, wenn wir sie dazu zwingen. Unsere Siedlung und damit diejenigen, die wir lieben, nicht zu verteidigen, wäre das wahre Verbrechen. Das ist der Weg der Hujin. Okay. Dann haben wir direkt den ersten erledigt. Und Merkfests haben wir nicht. Das ist zu weit entfernt. Ah, es geht ja schnell. Ich bin außer Reichweite. Noch zwei. Jump, jump. Ich muss näher heran. Und das war's. Die höchste Tugend. Ihr habt aber Mumm in den Knochen. Ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen. Wir verstehen. So, das Feuer entfachen. Nun, da diese Angelegenheit erledigt ist, lasst uns also beginnen. Der Geist des Feuers hungert nach trockenen Hartriegelwurzelspänen. Hartriegel wächst im Wald südlich des Dorfes. Es sollte euch ein leichtes sein, ein paar Wurzeln zu sammeln. Schön euch zu sehen. Die Flammen schüren. Das Eigenartige am Wind ist, dass es durchaus schwer sein kann, ihn in die Finger zu bekommen. Meiner Meinung nach ist die beste Methode, eine Art lebendigen Wind zu finden. Wenn er mir eine verpassen kann, dann kann auch ich ihm eine verpassen und er wird mir nicht einfach davonwehen. Macht euch auf den Weg zum Schrein der Sommerbrise im Süden und beschwört mit diesem Windstein einen solchen lebendigen Wind. Bezwingt ihn, entnehmt ihm einen Flattern der Brise und kehrt zu mir zurück, damit wir entscheiden können, wie der nächste Schritt aussehen wird. Okay.
Ich bin außer Reichweite. Dann fangen wir mal an. Und wir sind Level 5 und können unsichtbar werden. Endlich sind wir ein richtiger Schurke. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, nee. Hier haben wir schon die Wurzel. Hier können wir den Wind beschwören, der angreifbar ist. Da ist er schon. Ich habe kein Ziel. Sehr schön. Und dann sind wir schon fast durch. Oder? Fast. Wenn uns die Affen nicht stören würden beim Sammeln. Okay, noch drei. Das ist zu weit entfernt. Zwei. Ah, ich drücke mal den falschen Knopf. Und so ist das. Die letzte Wurzel versteckt sich dann vor uns. Hier ist die nächste, okay. Wieso leuchten die noch rot auf? Das verstehe ich nicht. Die haben doch gar nichts für uns, oder? Haben wir eine spezielle Quest? Haustierkämpfe? Verstehe ich nicht. So, dann können wir uns noch mal unsichtbar... Oh, das war zu spät. Jetzt können wir es noch mal unsichtbar machen. Dann lassen uns die Affen auch in Ruhe. Und wir können ohne Probleme zu Yi Feuerpfote. Okay. Ich hoffe, dass ihr euch nicht zu fein seid, euch die Hände schmutzig zu machen. Kintu, ihr seid zurück. Und wie ich sehe, habt ihr die Wurzel mitgebracht. Ihr seid kein Kerl, der lange fackelt, was? Wir verstehen. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ist es unsere Pflicht, sie zu ergreifen. Eine Entscheidung im Nachhinein zu bezweifeln, ist genauso viel wert, wie gleich aufzugeben. Ihr wisst, was es heißt, eine Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Ich denke, dass wir beide aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, Kind. Ich bin außer Reichweite. Okay. Verletzung, aber vergesst niemals. Der Wächter des Geistes. Ihr habt euch soweit gut geschlagen, mein Schüler. Ihr seid im Besitz der benötigten Materialien, um Huo, den Geist des Feuers, neu zu entfachen. Er erwartet euch in der Höhle im Südwesten, aber er wird von Meister Li Fei bewacht, dem Pandan-Ältesten, dem ihr in der Höhle der Meditation begegnet seid. Begebt euch mit den Opfergaben zu ihm, beweist euch und findet dann Huo. Okay, das kriegen wir hin. Wir können ja vorher kurz einen Zuckerrohrstängel essen. Und uns noch mal ein bisschen buffen. Und zwar mit 4 Beweglichkeit. Das macht uns zu einer richtigen Kampfmaschine. Oder EP-Maschine, wie auch immer. So. Der Feuergeist ist aufgebracht. Es wäre gefährlich, den Tempel jetzt zu betreten. Ach, Unsinn.
Wir kriegen das schon hin. Tada! Meister Li-Fi. Welche Weisheit sucht ihr? Im Leben geht es nicht darum, sich selbst zu finden. Es geht darum, sich selbst zu formen. Es liegt ein Weg vor euch, aber ihr selbst wählt die Prüfung, denen ihr gegenübersteht und die Prüfung, die ihr bestehen werdet. Die Flammen des Herausforderers. Ihr habt einen starken Geist und einen starken Willen, aber euch fehlen die Fähigkeiten, um mir im Kampf gegenüberzutreten. Euer Körper muss den Kampf bestehen, aber in Wahrheit ist es euer Charakter, der geprüft werden soll. Lasst uns Chancengleichheit herstellen. Nehmt diese Fackel, zündet sie im Kohlenbecken neben mir an und benutzt sie, um die drei erloschenen Kohlenbecken um den Teich herum anzuzünden. Möge der rote Kranich für immer in eurem Herzen wohnen. Eins. Zwei. Und drei. Ihr seid herzlich. Diese Feuer werden euch die Stärke verleihen, die ihr noch nicht erlangt habt. Sie werden euer wahres Potenzial erhellen. Es ist an der Zeit, dass ihr mir gegenübertretet. Nun, da diese drei Feuer euer wahres Potenzial erhellen, werden wir Gewissheit darüber erhalten, ob eure entschlossene Seele wirklich würdig genug ist, um passieren zu dürfen. Immer mit der Ruhe. Das Leben wird genossen. Okay. Mal gucken, wie viel der Meister aushält. Jetzt kommt unser Finishing. Oh, das war ein Tritt in den Rücken. Der Meister hat jetzt beim Addon, aber bei der Überarbeitung nicht mehr Leben bekommen. Ihr habt das Recht, erlangt fortzufahren. Ho befindet sich dort drüben. Eure Augen verraten, erinnert euch stets daran, dass der überlegene Krieger durch seine Taten glänzt, aber seine Worte maßvoll wählen sollte. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Schurke. Ho, der Geist des Feuers ruht in der Kammer hinter uns. Lasst ihn sich an den Spänen, die ihr gesammelt habt, nähren und benutzt den Wind, um seine Flammen anzufachen. Indem ihr dies tut, werdet ihr ihn euch geneigt stimmen. Sobald er entfacht und gewillt ist, führt ihn zurück zum Tempel der fünf Sonnenaufgänge, dem hoch aufragenden Gebäude im Zentrum der Insel. Mögt ihr eure Leidenschaften beherrschen. Da ist er. Na? Ach, oder müssen wir... Ah. Wir mussten auf die Opfergabe klicken, okay. Durch das grelle Licht hindurch sieht es fast so aus, als würde Ho lächeln. Er scheint sich für euch zu erwärmen. Ho springt aufgeregt hin und her. Er ist offensichtlich bereit, euch zu folgen. Meister Shang-Chi hat euch aufgetragen, Ho zu ihm in den Tempel der fünf Sonnenaufgänge im Zentrum der Insel zu bringen. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Okay. Das kriegen wir noch hin. So schnell werden wir nie wieder rennen können. Selbst Ho hat Probleme, Schritt zu halten. Mal gucken. Ah. Austricksen kann man ihn nicht. Ich bin außer Reichweite. One Hit Wonder. Wenn wir die Quest nicht abgeben würden, dann würde unser Pandare in den nächsten Tagen bei der Geschwindigkeit auf jeden Fall das eine oder andere Gramm verlieren. Aber der gefällt uns ja eigentlich so, wie er ist. Deshalb geben wir jetzt auch die Quest ab.
Willkommen, Hoh. Das Volk hat eure Wärme vermisst. Meine Zeit ist die Passion von Shenzhen zu Qin Tu. Ihr habt euch sehr gut geschlagen. Hoh, der Geist des Feuers ist hier. Die Flammen des Tempels sind neu entfacht. Ihr habt eure letzte Herausforderung bestanden. Oh, und ohne große Mühe, wie es scheint. Es gibt auch einen sehr guten Grund dafür, Hoh in den Tempel zu bringen. Es ist an der Zeit, dass ich euch mehr über die bevorstehenden Ereignisse erzähle. Ihr habt sämtliche Aufgaben gemeistert, die ich euch gestellt habe. Ihr habt Huo gefunden und ihn sicher zum Tempel gebracht. Jetzt stehen wir einem viel größeren Problem gegenüber, meine Schüler. Shenzhen Su leidet Schmerzen. Wenn wir nicht handeln, wird unsere Welt sterben und wir mit ihr. Wir müssen mit Shenzhen Su sprechen und herausfinden, wie man ihm helfen kann. Und um das zu tun, müssen die vier Elementargeister zurückgebracht werden. Huo war der Erste. Ji, ich bitte euch, zum Dailo-Bauernhof zu gehen und Wugu zu suchen, den Geist der Erde. Bin dabei. Aisa, ich möchte, dass ihr zu den singenden Teichen geht, um Shu zu finden, den Geist des Wassers. Ja, Meister. Und ihr sollt die Hand sein, die uns alle leitet. Sprecht kurz mit mir, bevor ihr zu Aisa an den singenden Teichen im Osten geht. Okay, Leute, mit dieser Ansage würde ich sagen, verabschiede ich mich von der ersten Runde. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, hier mal die Quests mit euch durchzugehen. Und würde sagen, wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, mach's gut, ciao.